Mich gefreut, dass ich endlich mal wieder auf einer politischen Aschermittwochsveranstaltung sein kann. Großer Dank an Karl Lauterbach, dass er endlich wieder zulässt, dass wir uns treffen, dass wir zusammenkommen. Dass das Ganze möglich ist. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, vor allem hier zu sein, um Mike zu unterstützen für die Oberbürgermeisterwahl am 5. März. Aber ich habe, Mike, nach deinen Worten irgendwie das Gefühl, ich muss hier gar nicht unterstützen, weil alle schon wissen, du hast eine Idee, du weißt, was du in Frankfurt machen willst. Wenn man auf deine Biografie guckt, das ist beeindruckend, das ist für mich, ich will das hier sagen, du verkörperst mit das moderne Deutschland und du hast das Herz am richtigen Fleck. Das hat man auch gemerkt, du verbindest wirtschaftliche Kompetenz mit sozialem Zusammenhalt, mit Aufbruch hier für Frankfurt, lieber Mike, und deswegen will ich dir mit voller Überzeugung sagen, du bist der Richtige für diese Stadt und deswegen bin ich mir auch sehr, sehr sicher, wirst du am Ende diese Oberbürgermeisterwahl gewinnen. Hier sind viele, die dich unterstützen. Ich kann dir das für mich nur sagen. Aber du hast hier, lieber Mike, du hast hier absolut überzeugt. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich habe lange überlegt, wie man so eine politische Aschermittwochsrede hält in Zeiten, wie sie sind. Und vor 5 Minuten den Weg hierher geguckt, was in Passau so passiert. Markus Söder erlebt, in den 5 Minuten hat er erzählt, warum Bayern das tollste, beste Bundesland ist. Ich habe mich dann gefragt, warum wollte der da eigentlich vor 2 Jahren weg? Ich meine, das schafft auch nicht jeder. An Armin Laschet zu scheitern, das ist schon eine besondere Leistung, wenn du nicht mal gegen Armin Laschet Kanzlerkandidat wirst. Aber ich hab mir dann schon gesagt, du kannst in diesen turbulenten und krassen Zeiten, in denen wir gerade politisch sind, nicht so diese typische Aschermittwochsrede halten, wo man einfach 20, 25 Minuten auf den politischen Gegner draufkloppt. Das werde ich natürlich auch an der einen oder anderen Stelle, wo es wirklich notwendig ist, tun. Aber ich möchte einfach auch die ernsten Themen ansprechen, die gerade da sind. Und das kann man nicht links oder rechts liegen lassen in diesen politischen Zeiten, in denen wir uns bewegen. Und ich meine, was war das für ein Jahr, was Kaveh und ich im Bundestag hinter uns haben? Die neue Regierung. Und es ging von Tag 1 an los. Vielfältige, komplexe Krisen, die Pandemie, die noch nicht vorbei war und das immer noch nicht ist, auch wenn wir, glaube ich, gerade über den größten Berg rüber sind. Der Krieg, der ausgebrochen ist, die Energiekrise, die Inflation, die steigenden Lebensmittelpreise, die weltpolitischen Umbrüche, die Herausforderung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und jetzt gerade in den letzten Tagen dieses grausame, furchtbare Erdbeben, was wir in der Türkei und in Syrien sehen mussten. Ich bin Nancy Faeser sehr dankbar, dass sie gestern mit Annalena Baerbock dass sie da war, dass sie für Deutschland nochmal die volle Solidarität und Unterstützung zugesagt hat. Und ich selbst habe mich gestern mit meinem Wahlkreis mit einer Fußballmannschaft türkischen und kurdischen Mitgliedern getroffen, die jetzt am Samstag ein Benefiz-Turnier organisieren, um dort auch Spenden zu sammeln, die dann selbst in die Region fahren werden. Und das ist ja nichts, was geografisch weit weg von uns passiert ist, sondern etwas, was mitten in unserer Gesellschaft auch ins Herz getroffen hat, weil wir doch so viele Menschen auch in unseren Reihen kennen, die dort Angehörige, die Verwandte, die Freunde dort haben in diesen Erdbebengebieten. Und ich will einfach in einer Aschermittwochsrede auch an das Leid derjenigen erinnern und hier aber auch sagen, dass ich dankbar bin, wie viel Hilfsbereitschaft, Spendenbereitschaft, wie viel Unterstützung aus Deutschland organisiert wurde. Ein großer Dank an alle, die das organisiert haben, die mitgeholfen haben und in diesen schwierigen Stunden wirklich auch bei den Angehörigen und all den Opfern und ihren Familien in der Türkei dabei sind. Es sind wahnsinnig turbulente Zeiten. Ich meine, ich erinnere mich dran, als ich in die Politik gekommen bin, da haben wir teilweise wochenlang gestritten über nichtige Themen. Ich erinnere mich dran, wir haben wochenlang gestritten über 10 Euro Praxisgebühr. Jedes Jahr gibt es die Debatten über die Umstellung von der Winter- auf die Sommerzeit und das füllt 4 Wochen lang die Zeitung. Tanzverbote an Karfreitagen, auch eine gern gesehene politische Diskussion. Und auf einmal sind wir heute wieder in einer Zeit, in der wir reden über die großen Fragen, über Krieg und Frieden, über soziale Gerechtigkeit, über die Frage, schaffen wir das, die Arbeitsplätze hier in Deutschland zu halten, die Industriearbeitsplätze. Mike hat davon gesprochen. Also Zeiten auch, in denen große Sorgen und Unsicherheiten da sind, in denen
Politik auch Orientierung geben muss. Und ich will das für mich hier mal in aller Deutlichkeit sagen. Ich bin froh, dass in diesen Zeiten Olaf Scholz unser Bundeskanzler ist. Ich bin froh. Dass Olaf Scholz unser Kanzler ist, jemand, der die Akten liest, der die Dinge durchdringt, der nicht morgens aufsteht und sich fragt, welche Sau jage ich jetzt als nächstes durchs Dorf? Welche Überschrift muss ich produzieren? Ja, Olaf Scholz ist kein Donald Trump und kein Boris Johnson, aber ich will Ihnen und euch sagen, genau deswegen bin ich froh, dass er in diesen schwierigen Zeiten unser Bundeskanzler ist und das Land anführt. Und wenn wir, ich glaube, ich nehme das jetzt einfach mal in die Hand. Ich nehme es einfach mal in die Hand, glaube ich, das ist vielleicht am besten. Und wenn wir dann heute nach Passau gucken, und das waren diese paar Minuten, die ich gesehen habe, und auch der Tenor der letzten Tage, dann muss man ja eingestehen, Markus Söder hat ein noch viel größeres Problem in diesem Land entdeckt. Also Krieg, Inflation, Energiekrise, Corona, das beschäftigt uns schon alles. Aber Markus Söder hat jetzt identifiziert die letzten Tage, was wirklich bedrohlich ist für die westliche Zivilisationsgesellschaft. Das Gendern. Das ist das, was er die letzten Tage verbreitet hat. Das Gendern. Und wisst ihr, liebe Freunde, ich bin das leid, dass so politisch Diskussionen geführt werden. Dass er sich jetzt hinstellt auf die Bühne und davon redet, dass er sich... dass er sich nicht zwangsumerziehen lässt. Und wie absurd und albern ist das eigentlich? Ich meine, ich sag euch mal, so agiert man politisch, wenn man von der eigenen Bilanz ablenken will. Lasst uns doch mal drüber reden, was in Bayern passiert im Ausbau der erneuerbaren Energien. Gar nichts. Ich glaube, bei euch in Hessen übrigens mit dieser Landesregierung ist es auch nicht besser oder in Baden-Württemberg oder woanders. Aber lasst uns doch mal drüber reden, was in Bayern oder in anderen Ländern, wo die Union was zu sagen hat, passiert im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Nichts. Lasst uns doch mal drüber reden, dass es diejenigen sind, die heute über die größte Gefahr des Genderns reden, die nicht in der Lage waren, 12 Euro Mindestlohn mitzuentscheiden im Deutschen Bundestag. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, die lenken mit ihren Kulturkämpfen von ihrer miserablen Politik ab. Und ich sage euch, wir lassen denen das nicht durchgehen. Wir reden über den Ausbau der Erneuerbaren, über sozialen Wohnraum, wir reden über gute Löhne und wir machen nicht deren Politik mit. Und ich denke ja mal, Angela Merkel wird jeden Tag zu Hause sitzen und sich schämen für das, was mittlerweile in ihrer Partei passiert. Ich meine, das ist keine moderne Politik. Das sind jetzt die Jungs, die holen wieder die alten konservativen Parolen raus. Die spalten das Land. Zuletzt an Silvester, als man versucht hat, in Berlin nach Vornamen zu sortieren. Ich meine, das hat doch mit dem modernen Deutschland nichts zu tun. Damit kriegst du in Passau vielleicht 1000 Leute von der CSU begeistert oder einen Stammtisch der Jungen Union im Sauerland. Aber das hat, liebe Genossinnen und Genossen, mit dem modernen Deutschland nichts mehr zu tun. Söder und Merz sind 30 Jahre zu spät in diesem Land. Und das ist gut, dass die Republik mittlerweile weiter ist als die Konservativen, die wir dort sehen. Und das Land... Ich habe es gerade gesagt, wir sind durch eine schwere Zeit durchgegangen. Aber ich will hier auch betonen, wir können stolz sein auf das, was wir geschafft haben. Ich wusste Mitte letzten Jahres nicht, ob wir garantieren können, dass alle genug Energie im Winter haben. Ich habe mir Sorgen gemacht, ob die Gasspeicher voll sind, ob alle ihre Stromrechnungen und die Gasrechnung bezahlen können. Und dann haben wir uns aber mit Olaf Scholz an der Spitze auf den Weg gemacht. Die Gasspeicher waren voll. Wir haben es in 200 Tagen geschafft, ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven bei mir in Niedersachsen hochzuziehen, um Gas zu haben und das jetzt auch zu nutzen. Wir haben im Bundestag 3 Entlastungspakete auf den Weg gebracht, 100 Milliarden insgesamt. Ja, da mag es an der einen oder anderen Stelle Kritik geben und das eine oder andere kam zu spät oder wurde immer noch nicht umgesetzt und wir machen da Druck als SPD, aber wir konnten 100 Milliarden in die Hand nehmen und haben dafür gesorgt, dass wir gut durch diese Zeit durchgekommen sind. Und ich meine, es ist doch ein offenes Geheimnis, dass die AfD darauf gehofft hat, dass der Wutherbst und der Wutwinter kam. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, diese Sequenz, als die vergessen haben, ihren Videostream auszuschalten, die AfD-Abgeordneten. Und nachzuhören war, dass die hoffen, dass es richtig brutal wird im Winter, damit die Menschen massenhaft auf die Straße gehen. Ich meine, diese Partei mag Deutschland nicht, die liebt Deutschland nicht, die wollen das Land spalten, die hoffen, dass es den Menschen schlecht geht. Dafür steht die AfD, das ist eine Schande für Deutschland, diese Partei. Und das hat sich in dieser Sequenz offenbart.
Aber wir waren es, liebe Freundinnen und Freunde, wir waren es, die dagegen gehalten haben. Das waren schwierige Entscheidungen, aber wir haben es geschafft, dass der Wutherbst und der Wutwinter, dass das abgewendet wurde. Wir sind noch nicht vorbei mit der Krise und wir haben noch viel zu tun und wir müssen noch vieles auf den Weg bringen, aber wir können da ein bisschen stolz drauf sein, dass wir das mit Olaf Scholz an der Spitze geschafft haben. Und ich möchte, dass wir genau auch diese Zuversicht, dass wir die ausstrahlen, dass wir die Dinge verändern können. Dass wir manchmal ein bisschen brauchen, um politische Entscheidungen zu treffen, aber am Ende dann die richtigen Entscheidungen für die Menschen in diesem Land treffen. Und ich will ja auch sagen, wir haben das auch getan in der Frage, wie stärken wir eigentlich unsere Bundeswehr? 100 Milliarden Sondervermögen, die wir auf den Weg gebracht haben. Ich war jetzt in dieser Woche am Montag mit Boris Pistorius, unserem neuen Verteidigungsminister, unterwegs. Und ich kann euch nur sagen, der Boris macht einen richtig guten Job. Er macht einen guten Job und wir können froh und dankbar sein. Wir können froh und dankbar sein, dass er zu uns auf die Bundesebene gekommen ist. Und jetzt lese ich heute Morgen wieder, dass die Union nicht zufrieden ist damit, wie der Verteidigungshaushalt ausgestattet ist und da mehr oben drauf gepackt werden muss. Und wenn Boris sagt 10 Milliarden, sagen die 15. Wisst ihr, ich würde denen raten, dass die mal ein bisschen in Demut gehen. Dass sie sich mal ein bisschen überlegen, auch was die eigentlich gemacht haben, als sie 16 Jahre lang die Spitze des Verteidigungsministeriums gestellt haben. Ich war da ja 12 Jahre im Ausschuss und bin immer noch im Verteidigungsausschuss. Du hattest manchmal den Eindruck, dass Verteidigungsminister der CDU, dass sie direkt aus der antimilitaristischen Bewegung kommen und dafür sorgen, dass nichts mehr funktioniert in der Truppe. Da ist kein Hubschrauber mehr geflogen, da ist kein Panzer mehr gefahren, der Verteidigungshaushalt ist mal runtergegangen. Und ich sage euch mal, von denen brauchen wir keine Hinweise, wie man ordentliche Politik für die Bundeswehr macht, liebe Genossinnen und Genossen. Und Demut ist, glaube ich, generell so das Stichwort, das Friedrich Merz und Markus Söder sich mal ein bisschen hinter die Ohren schreiben sollten. Ich meine, ich habe es bei Söder gerade schon gesagt, der ist an Armin Laschet gescheitert. Und Friedrich Merz ist ja erst an Merkel gescheitert, dann wollte er Parteivorsitzender werden, ist an Annegret Kramp-Karrenbauer gescheitert, dann wollte er nochmal Parteivorsitzender werden, ist auch an Armin Laschet gescheitert. Am Ende hat er gegen Helge Braun gewonnen, also im vierten Anlauf. Das ist ja eigentlich eine sehr sozialdemokratische Geschichte, wenn du immer wieder fällst und aufstehst und kämpfst. Aber ich finde, das darf nicht dazu führen, dass man jetzt so übermotiviert ist. Wisst ihr, als ich in den Bundestag gekommen bin 2009, waren wir gerade in der Opposition. Sind wir in die Opposition rein. Das waren 4 Jahre, in denen wir Opposition waren. Und ich wollte richtig Gas geben und immer draufhauen auf Schwarz-Grün und Schwarz-Gelb. Ist manchmal nicht so klar zu erkennen, der Unterschied zwischen den beiden Konstellationen. Wollte da immer richtig draufhauen und dann hat Frank-Walter Steinmeier, unser damaliger Fraktionsvorsitzender, mich zur Seite genommen und hat gesagt, nee Lars, wir sind in großen Krisen. Damals ging es um die Finanzpolitik, die europäische Finanzpolitik. Er hat gesagt, erst das Land, dann die Partei. So machen wir das. Und wisst ihr, ich würde mir wünschen manchmal, dass die jetzige Opposition die Union auch so denkt und handelt. Erst das Land, dann die Partei. Nicht den Rasen kaputt treten. Nicht an jeder Stelle versuchen, immer das noch schlecht zu malen. Sondern auch mal unterstützen in diesen anstrengenden Zeiten, in denen wir sind. Vielleicht bleibt das nur ein Wunsch, aber ich will diesen Appell an die Union richten. Denkt mal drüber nach, ob nicht ein bisschen mehr Demut auch manchmal angebracht ist. Liebe Genossinnen und Genossen, und das sage ich vor allem in einer Phase, wo wir sehen jeden Tag, wie brutal dieser Krieg unseren Kontinent, unser Zusammenleben und die politische Landschaft verändert. Ich bin 44 Jahre alt. Es fühlt sich gut an, heute ist der letzte Tag, wo ich das noch sagen kann, dass ich 44 Jahre alt bin. Morgen ändert sich das. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Alter noch mal erleben muss, dass es in der Mitte Europas einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg durch eine Großmacht gibt, die brutal versucht, mit militärischem Einsatz Grenzen zu verschieben. Ich hatte gehofft, ich muss das nicht erleben. Und ich will das hier auch in aller Klarheit sagen.
Man mag viel darüber diskutieren, welche Fehler wir auch in der Vergangenheit gemacht haben, welche Fehler wir im Umgang mit Russland gemacht haben, welche Fehler der Westen im Umgang mit Russland gemacht hat. Aber diese Aggression, dieser Krieg geht von einer Person aus. Und diese Person heißt Wladimir Putin und der trägt die Verantwortung dafür. Er wird als Kriegsverbrecher in die Geschichtsbücher eingehen und das benennen wir auch in aller Deutlichkeit. Putin ist derjenige, von dem dieser Krieg ausgeht. Er verantwortet ihn, er muss ihn beenden und wir werden dafür sorgen, dass er am Ende vor den Gerichten dieser Welt für diesen brutalen Krieg zur Verantwortung gezogen wird, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir stehen als Westen seit Tag 1 zusammen. Morgen, übermorgen, wenn sich der Jahrestag ergibt für diesen brutalen Krieg, werden wir das 10. Sanktionspaket auf den Weg bringen. Das sind Sanktionen, die Russland hart treffen, die russische Elite treffen. Wir stehen zusammen, was den politischen Druck angeht. Das erlebt ihr in diesen Tagen auch, dass wir jetzt auch durch den Besuch von Joe Biden in Polen, dass es eine klare Allianz gibt, die weit über Europa hinausgeht, Putin zu zeigen, dass er diesen Krieg beenden muss. Und dazu gehört auch, dass wir Waffen liefern. Das ist keine Entscheidung, die wir uns leicht machen. Das ist doch eine Entscheidung, die man diskutieren muss. Aber ich sage euch in aller Klarheit am Ende eine Entscheidung, die richtig ist, dass wir die Ukrainerinnen und Ukrainer, die mutig kämpfen, dass wir sie unterstützen in ihrem Recht, sich selbst zu verteidigen. Das ist eine richtige Entscheidung, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir Waffen an die Ukraine liefern. Aber dass wir immer wieder erleben mussten, wie diese Waffenlieferungsdebatten sich überschlagen haben, das will ich hier schon mal deutlich ansprechen. Das hat mich manches Mal verwundert, um das höflich auszudrücken. Da gab es ja einen Kollegen der Grünen, kannten die Bundeswehr bisher nur, weil sie gegen sie demonstriert haben. Die saßen auf einmal in den Talkshows als die größten Waffenexperten. Da hast du manchmal das Gefühl gehabt, nächstes Jahr marschieren die mit dem Ostermarsch direkt auf den Truppenübungsplatz, wenn das so weitergeht. Und ich habe erlebt, dass man Diskussionen in keinerlei Sachlichkeit mehr führen konnte. Wenn ich in Talkshows gesessen habe und einfach nur darauf hingewiesen habe, dass Wladimir Putin ja auch Atomwaffen besitzt, dann ist das gleich als Argument genutzt worden, dass man nicht an der Seite der Ukraine steht. Das ist aber nicht der Fall. Wir sind da sehr klar als SPD-Bundestagsfraktion, als Bundesregierung, auch Olaf Scholz ist da klar. Aber ich sage euch, wenn wir Diskussionen über die Frage, was passiert da eigentlich gerade und wie verhält man sich und was ist der nächste Schritt, wenn man da nur noch in Schwarz-Weiß drüber diskutiert, wenn man nicht mehr abwägen darf, dann machen wir auch Diskussionskultur in diesem Land kaputt. Und was ich überhaupt nicht akzeptieren kann, und das sage ich auch als jemand, der die große Ehre hat, in einem Amt zu sein, das mal Willy Brandt gehörte, ist, dass ich in den letzten Wochen erlebt habe, wie Diplomatie und militärische Stärke gegeneinander gestellt haben. Diejenigen, die den Begriff Diplomatie in den Mund nehmen, auf einmal verächtlich angeguckt werden oder kritisiert werden. Nein, ich sage euch mit voller Überzeugung, das war richtig, dass Olaf Scholz nach China gefahren ist und dass er dort ein klares Signal gegen die nukleare Bedrohung auch mit dem chinesischen Staatspräsidenten gesetzt hat. Das war richtig, dass wir das Getreideabkommen haben verhandeln lassen, auch mit der russischen Seite, weil das viele tausend Menschenleben gerettet hat, dass das Getreide rausgekommen ist aus der Ukraine. Es war richtig, dass Olaf Scholz zum G20-Gipfel gefahren ist und dort mit wichtigen Partnern eine Regierungserklärung mit anderen gegen Wladimir Putin und diesen Krieg erklärt hat. Das ist auch richtig, ich will das hier mal sagen, dass er mit Wladimir Putin telefoniert als deutscher Bundeskanzler. Wir müssen doch aufpassen, dass wir uns nicht verzwergen in der internationalen Politik, wenn wir sagen, der Kanzler darf dort nicht mehr aktiv sein. Der ruft ihn doch nicht an, um ihm zu sagen, dass er ein toller Typ ist. Der ruft ihn an, um ihm zu sagen, dass er diesen brutalen Krieg beenden muss, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist das, was ich erwarte von einem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und wir lassen als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht zu, dass militärische Stärke und Diplomatie gegeneinander gestellt werden. Für uns als Partei Willy Brandt gehört beides zusammen, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann geht es neben dem Krieg in diesen Tagen um ein anderes großes Thema, die Modernisierung des Landes. Mike, du hast das schon wahnsinnig viel gesagt und ich kann bei all den Vorschlägen, die du gemacht hast, eigentlich nur einen Haken dran machen und sagen, sollten wir so machen.
Und die Ampel ist damit gestartet. Ich habe es vorhin gesagt, ich will es nur erklären. Von Tag 1 an Krisen, aber wir hatten einen Koalitionsvertrag, der für mich auch nach wie vor gilt und der richtig ist. Wir müssen Fortschritt wagen und die große Modernisierung dieses Landes voranbringen. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben, trotz Krise die Modernisierung voranzutreiben. Wir reden über Digitalisierung, über Verwaltungsmodernisierung, über Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Wir reden von moderner Infrastruktur und von innovativer Klimapolitik. Und alle kennen diese Beispiele. Ich kenne die auch aus meinem Wahlkreis, wo die Windkraftanlage 18 Jahre dauert, bis die genehmigt ist. Oder du hast auch viele Verfahren angesprochen. Was war es? Die Toilette, die 2 Jahre dauert. Da wollen die Leute nicht mehr hören, dass wir die Probleme beschreiben, sondern sie wollen, dass wir das lösen. Ich sage euch auch mal, die Menschen wollen stolz sein auf die Infrastruktur. Wir hatten mal in Deutschland die modernste Infrastruktur vor 30 Jahren. Und da müssen wir wieder hinkommen. Das muss der Anspruch sozialdemokratischer Politik sein, dass wir eine Infrastruktur haben in diesem Land, dass die Leute stolz sind, dass der Zug pünktlich kommt, dass das Mobilfunknetz funktioniert, dass das Internet schnell ist. Das ist das, was wir umsetzen müssen. Und da sage ich hier auch mal sehr deutlich, wenn ich entscheiden kann als sozialdemokratischer Vorsitzender, ob ich Investitionen in Infrastruktur und in Bildung und in den sozialen Zusammenhalt mache oder sage, die Schuldenbremse gilt, dann weiß ich, was für mich gilt. Wir wollen dieses Land modernisieren, liebe Genossinnen und Genossen. Und das ist jetzt das, was wir vorantreiben müssen. Die Deutschlandgeschwindigkeit haben wir jetzt gesehen beim LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Das war ein schönes Bild, als Scholz, Habeck und Lindner da vorne in diesen gelben Jacken standen. 200 Tage. Das muss jetzt überall anders aber auch gelten, dass wir in dem Tempo jetzt vorankommen. Muss nicht überall 200 Tage sein, aber deutlich schneller, als das bisher der Fall ist. Und das gilt dann zum Beispiel auch für die Industriepolitik. Mike hat es angesprochen. Das ist hier bei euch in Frankfurt ein wichtiges Thema, aber auch in anderen Ecken der Republik. Wir können froh sein, dass wir so eine starke Industrie haben. Und die Kollegen von Binding sind hier. Wir können froh sein, dass wir eine solch starke Industrie haben. Aber ich erlebe auch politische Kräfte, die sagen, es ist ja nicht schlimm, wenn die Industrie aus Deutschland verschwindet, dann haben wir immerhin was fürs Klima getan. Das ist nicht die Lösung, liebe Genossinnen und Genossen. Ich möchte, dass wir mit der Industrie, mit der Wirtschaft auf Klimaneutralität setzen, dass wir auf Innovation, auf neue Technologien setzen, dass wir dafür sorgen, dass hier in Deutschland die Technologien der Zukunft entstehen, dass hier die Jobs der Zukunft entstehen. Dafür steht die deutsche Sozialdemokratie und das werden wir in diesem Jahr sehr, sehr deutlich machen. Wir sind die Partei der Industriepolitik, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir werden dafür sorgen, dass hier die Arbeitsplätze der Zukunft entstehen. Das bedeutet, hier muss investiert werden in die modernste Infrastruktur. Das bedeutet, wir brauchen hier die richtigen Rahmenbedingungen, damit Industrie hier auch wachsen kann, damit Innovationen entstehen. Das bedeutet auch, wir brauchen, und das will ich sagen, Alexander von Verdi war, vorhin ist er begrüßt worden, Alexander ist hier. Wir brauchen starke Gewerkschaften, starke Betriebsräte, starke Personalräte, nicht weniger. Ich habe heute Morgen schon wieder gehört, dass jetzt kritisiert wird, dass ihr streikt. Aber wo leben wir denn? Wir brauchen eine starke Orientierung zu den Gewerkschaften. Wir brauchen mehr Mitbestimmung in der Industrie, in allen wirtschaftlichen Bereichen. Wir wissen, dass Mitbestimmung ein Erfolgsgarant für eine starke Wirtschaft ist. Und deswegen gehört das für uns zur ordentlichen Industriepolitik mit dazu. Und ich sage auch, wir müssen endlich den Sprung nach vorne schaffen beim Thema Fachkräfte, liebe Genossinnen und Genossen. Mike hat das angesprochen. Das gilt für Frankfurt, das gilt für den Rest der Republik. Wenn wir nicht endlich es jetzt schaffen, eine ordentliche Steuerung beim Thema Fachkräftezuwanderung zu haben, dann werden wir einen großen Schaden auch erleiden. Es ist doch nicht so, dass die Menschen alle nach Deutschland wollen. Die können sich mittlerweile aussuchen, die gut ausgebildeten Leute, wo die eigentlich hingehen. Wir müssen hier attraktiv sein. Wir müssen denen beste Bedingungen bieten. Wohnraum, Infrastruktur, Integrationsmöglichkeiten. Wir müssen gucken, dass die hinkommen. Und wisst ihr, was scheinheilig ist? Wenn der Markus Söder diese Woche jetzt in Albanien unterwegs ist, wenn er in Rumänien unterwegs ist und sich jetzt wieder auf den politischen Aschermittwoch stellt, da wirbt er um die Fachkräfte und heute wird wieder ordentlich geholzt gegen die Menschen, die einen anderen Vornamen haben. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist scheinheilig und damit müssen wir endlich brechen. Wir brauchen eine Zuwanderungskultur hier in diesem Land. Wir brauchen eine ordentliche Zuwanderungskultur in diesem Land, weil das in unserem Interesse ist. In unserem Interesse. Und dann ist auch total egal, ob jemand Markus oder Mehmet oder sonst wie heißt, der braucht die besten Chancen, hier in Deutschland integriert zu werden und dann hier auch arbeiten zu können. Wir können uns stolz zeigen, dass so viele Menschen
nach Deutschland kommen und hier arbeiten wollen und hier Teil auch des Erfolgs sein wollen, den wir gemeinsam schaffen. Und ich finde toll, dass Nancy Faeser jetzt endlich mit Hubertus Heil diese Schritte geht und Eckpunkte auch für das moderne Einwanderungsgesetz vorgelegt hat. Und Nancy wird das durchbringen, da bin ich mir total sicher, gegen die konservativen Widerstände, die wieder erleben werden. Aber wir müssen alle aktiv sein. Auch die Wirtschaftsvertreter, die hier sind, die Gewerkschaftsvertreter, wir müssen aktiv sein und dafür kämpfen, dass wir das jetzt endlich durchbekommen gegen den Populismus der Konservativen. Und wenn ich schon bei Nancy bin, dann lasst mich das auch sagen. Ich bin total dankbar, dass Nancy, die eine tolle Bundesinnenministerin ist, und ich bin mega stolz drauf, was sie alles vorantreibt. Du hast Hanau angesprochen. Ich war selbst auch am letzten Freitag da. Ich habe die Familien der Opfer treffen können, habe mit denen im geschützten Rahmen einfach mal 2 Stunden geredet. Das sind bewegende Geschichten. Und du merkst, was es bedeutet, wenn du auf einmal jemanden im Bundesinnenministerium sitzen hat, der auf dem rechten Auge nicht blind ist und nicht wegguckt, sondern ganz klar benennt, dass das größte Problem in diesem Land der Rechtsextremismus ist. Und ich bin Nancy wahnsinnig dankbar, dass sie gesagt hat, obwohl sie diesen schweren Job als Bundesinnenministerin hat, ist Hessen ihre Heimat und ihr Herz ist in Hessen und sie will eure Ministerpräsidentin werden. Und ich bin mir sicher, ihr kriegt mit Nancy eine sehr, sehr gute Ministerpräsidentin hier in Hessen und sie wird das schaffen. Aber das, was ich dann an Debatten erlebt habe um die Kandidatur von Nancy herum, das hat mich schon ein bisschen schockiert. Also ich habe nie erlebt, dass zum Beispiel mein Ministerpräsident Stefan Weil, dass der, als er als Oberbürgermeister kandidiert hat für das Ministerpräsidentenamt, dass man den gefragt hat, ob er das beides hinkriegt. Ich habe ehrlicherweise auch nicht erlebt, dass Olaf Scholz, als er als Bundesfinanzminister und Vizekanzler für den Bundeskanzler kandidiert hat, dass man den gefragt hat, ob er das hinkriegt zusammen. Ich weiß auch nicht, ob Boris Rhein gefragt wird, ob er das zusammen hinkriegt. Und dann erlebe ich jetzt auch von unseren Grünfreunden, dass sie, ich weiß nicht, ob das Strategie ist, dass sie Habeck und Baerbock jetzt auch von Kanzlerkandidaturen fernhalten wollen, weil wenn die Grünen jetzt kritisieren, dass Nancy aus dem Amt der Bundesinnenministerin als Ministerpräsidentin kandidiert, dann legen sie die Messlatte ja für die nächste Kanzlerkandidatur von Habeck oder Baerbock auch sehr hoch. Also ich finde, das ist wirklich eine Quatschdebatte, die ich da erlebe. Nancy kann die Bundesinnenministerin, sie zeigt das seit einem Jahr, dass sie dieses Amt hervorragend ausfüllt und sie wird das bis zum Wahltag gut machen. Aber dann, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, wird sie eine gute Ministerpräsidentin Hessen sein und dafür kämpfen wir alle zusammen. Erst Mike Josef, dann Nancy Faeser. Lasst uns das bitte verabreden, dass das das Vorgehen ist, das wir hier machen. Und am Ende... Und am Ende, liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich eine Sache aber noch ansprechen, die mir wirklich am Herzen liegt. Und ich habe vorhin damit angefangen, dass ich gesagt habe, es ist eine wahnsinnig turbulente Phase. Es sind anstrengende, turbulente Zeiten. Und ich will am Ende noch was sehr Ernsthaftes sagen. Ich bin als Parteivorsitzender wahnsinnig viel auch international unterwegs. Und wenn ich in der Welt und in Europa unterwegs bin, dann sehe ich immer, wie wahnsinnig polarisiert andere Gesellschaften sind. Wir sind auch manchmal polarisiert. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Veranstaltung, wo mir dann auch jemand etwas Kritisches entgegenwarf und sagte, ja, wir leben ja in Deutschland eigentlich auch schon in einer Diktatur. Ich bin hart dagegen angegangen und habe ihm erzählt von dem Leid der Frauen im Iran. Und Kaveh, du bist jemand, der das dankenswerterweise auch für die SPD-Fraktion mit anderen organisiert, dass wir als Fraktion Patenschaften übernommen haben für Menschen im Iran, die vom Tode bedroht sind und die verfolgt werden. Dafür ein großer Dank an dich, dass du das organisierst. Wir haben gestern alle die Geschichte von Jamshid Sharmat gehört, einem Deutsch-Iraner, der zum Tode verurteilt wurde, an den wir auch in diesen Zeiten, wo wir feiern und zusammenkommen und wo wir lustig sind, auch an ihn denken und dafür kämpfen, dass er nicht zu Tode verurteilt wird. Wenn ich in der Welt unterwegs bin, dann sehe ich eben diese Polarisierung, die da ist. Und ich sehe, dass es ganz viele Länder gibt, in denen in Wahlkämpfen fast nur noch unterschieden wird zwischen einem, der für die Demokratie steht und einem, der die Demokratie bekämpft. Ich war bei Lula im August in Brasilien, der Gott sei Dank jetzt wieder Präsident geworden ist gegen den rechtsextremen Bolsonaro. Aber da war die Situation so.
Wir haben das in Frankreich gesehen. Macron als Kandidat der Mitte gegen die rechtsextreme Le Pen. In Italien unser Parteikollege Enrico Letta, der als Sozialdemokrat gegen eine rechtsextreme Meloni, eine Postfaschistin, leider verloren hat. In Schweden, wo es die Rechtsextremen mit Unterstützung der Konservativen mit einem Mandat Vorsprung waren, die Sozialdemokratin Magdalena Andersson gestürzt haben bei der Wahl. Was ich damit sagen will, ist, wir haben in vielen Demokratien einen Zustand, wo die Polarisierung so krass ist, dass du nur noch einen Demokraten gegen einen Nichtdemokraten hast. Und das ist in Deutschland anders. Wir hatten bei der Bundestagswahl Laschet, Baerbock und Scholz. Ich hatte einen Favoriten, es hat auch Gott sei Dank geklappt. Aber ich würde den anderen nie absprechen, dass sie auch vernünftige Demokraten sind und dass sie auch den Job wahrscheinlich vernünftig ausgefüllt hätten. Und das ist etwas, liebe Genossinnen und Genossen, was nicht selbstverständlich ist. Das ist nicht Gott gegeben, dass wir so stabil bleiben in der Demokratie, dass wir in der Lage sind, bei all dem Streit, auch am politischen Aschermittwoch und bei all den Spitzen und bei all den politischen Schlägen, auch die man durchaus mal austeilt, und das macht ja auch Spaß, mir ja auch, aber dass man am Ende in der Lage ist, auch in einer parlamentarischen Diplomatie und Demokratie einen Konsens zu finden, der das Land stark macht. Und das sollten wir an einem Tag wie heute und in einer Lage, wie wir sie gerade haben, nicht vergessen. Wir alle hier im Raum, egal ob wir Politiker sind, auf der kommunalen Ebene, auf der Bundesebene, ob wir ein Theater besitzen, was wunderschön ist, ob wir hier sind als Gewerkschaftsvertreter, als Arbeitgeber, als Aktive in der Zivilgesellschaft, wir alle tragen eine Verantwortung dafür, dass unser Land so stabil bleibt und dass die Demokratie so stabil bleibt. Und da will ich an einem Tag wie heute auch daran erinnern, dass wir genau uns darauf besinnen sollten. Bei allem politischen Streit, wir wollen, dass Deutschland ein starkes Land bleibt. Dafür haben wir 22 wichtige Entscheidungen getroffen, dafür werden wir 23 wichtige Entscheidungen treffen. Aber das Wichtige ist, dass wir den politischen Konsens in der Mitte, dass wir den auch immer wieder suchen und wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass das ja eine starke Demokratie bleibt. Liebe Genossinnen und Genossen, vielen Dank, dass ich heute bei euch in Frankfurt sein durfte. Lieber Mike, du bist der Richtige für Frankfurt. Ich habe es gesagt, hätte nur noch eine Stunde zuhören können. Es war wirklich wahnsinnig beeindruckend, was du alles vorhast. Und das ist meine große Bitte an euch alle. Mike hat es gesagt, das wird ein knappes Rennen. Es wird ein knappes Rennen. Und ich weiß als Wahlkampfmanager von Olaf Scholz, dass so ein Wahlkampf auf den letzten Metern entschieden wird. Und deswegen ist ganz wichtig, dass ihr heute feiert und trinkt ruhig auch diese Bierflaschen, die vor euch stehen. Ja, das ist nicht nur in Passau so, dass man Bier trinken darf, aber ab heute Mittag macht bitte Wahlkampf. Seid unterwegs, auf der Arbeit, im Freundeskreis, im Verein, auf der Straße, die Nachbarn, egal ob sie es hören wollen oder nicht. Sagt denen, hier hat sich ein toller junger Mann mit vielen Ideen für Frankfurt aufgemacht, euer nächster Oberbürgermeister zu werden. Und wir kämpfen gemeinsam, dass es wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch alles Gute. Ja, das war die Rede von Lars Klingbeil in Frankfurt. Das war der politische Aschermittwoch, oder ist der politische Aschermittwoch der hessischen SPD immerhin. Auch Hessen ist ja ähnlich wie Bayern im Wahlkampf. Und insofern hatte die Rede sicherlich nicht nur die Bedeutung für die Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt, sondern natürlich auch für die Wahl zum hessischen Landtag. Und bei mir im Studio ist noch immer Frank Decker, Politikwissenschaftler von der Universität Bonn. Das war ja jetzt eine ganz andere Rede von Lars Klingbeil als das, was wir vom bayerischen Ministerpräsidenten zu hören bekommen haben. Er hat ja auch sehr viel ernste Themen angesprochen, gab mal zwischendurch den einen oder anderen Seitenhieb. Muss er das machen als Regierungspartei oder ist das so die Art von Lars Klingbeil jetzt im Vergleich zu einem CSU-Chef Markus Söder? Also es war eine ganz interessante Verbindung von staatstragender Rede, die eigentlich zum politischen Aschermittwoch nicht passt, und Wahlkampfrede. Und deshalb auch der Ort Frankfurt. Also das war viel sinnvoller, jetzt für den SPD-Vorsitzenden nach Frankfurt zu gehen. Denn dort finden jetzt die OB-Wahlen statt. Mhm. Und gleichzeitig finden im Land Hessen aber auch Landtagswahlen statt, bei denen die SPD natürlich bessere Chancen hat als in Bayern, wo sie abgeschlagen ist. Und die Gelegenheit hat er natürlich genutzt, denn beide Kandidaten, Mike Joseph und Nancy Faeser, sind durchaus aussichtsreich. Also die Situation zu Bayern könnte nicht unterschiedlicher sein. Aber wie Sie sagen, er ist Mitglied der Regierungspartei, der Kanzlerpartei, und er hat im totalen Unterschied zu Söder
sich auf die großen Fragen konzentriert, die sozial-ökologische Transformation oder wie er sagt Modernisierung des Landes und den Ukraine-Krieg. Er hat auch andere ernste Themen angesprochen, wie den Iran oder das Erdbeben in der Türkei und hat Söder dann natürlich auch einen Seitenhieb verpasst, weil er Söder genau das nicht gemacht habe, sondern sich mit Mätzchen ein Stück weit an Nebenthemen abgearbeitet hat, die keine wirkliche Priorität haben in der Bundesrepublik. Also einen ganz anderen Ton gesetzt in einem ganz anderen Kontext. Spannend war ja in diesem Zusammenhang Nancy Faeser. Die hat er ja mehrfach angesprochen. Die war aber nicht da. Die ist ja, wie wir wissen, in der Türkei, dort im Krisengebiet vor Ort. Ist das schlechtes Timing gewesen, dass man das jetzt nicht, die Reise in die Türkei vielleicht hätte anders planen müssen? Oder war es eine Taktik, dass Nancy Faeser da momentan noch aus dem Wahlkampf rausgehalten wird? Nein, der Wahlkampf beginnt hier ohnehin erst. Die Wahl ist im Oktober, dann im Sommer. Und ich denke, es wäre umgekehrt ein Fehler gewesen, die Prioritäten so zu setzen, dass sie jetzt quasi schon im Vorwahlkampf dort auftritt, anstatt sich um das zu kümmern, was sie als Bundesinnenminister natürlich auch in einer solchen Situation machen muss. Er hat, denke ich, auch sie verteidigt mit einem Argument, was in Wirklichkeit gar nicht sticht. Natürlich kann man sich aus einem Amt heraus auch für ein anderes Amt bewerben. Das wird auch die CDU in Hessen nicht kritisieren können, weil das ihre eigenen Leute früher auch gemacht haben. Der Punkt bei Faeser ist eher, dass sie gesagt hat, sie würde im Falle einer Niederlage eben nicht in Hessen bleiben. Das hat sie aber vorher angekündigt. Aber da liegt natürlich auch ein gewisses Risiko ihrer Kandidatur. Aber die Umfragen sehen im Moment jetzt auch nicht so schlecht aus für die SPD in Hessen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass der Gegenkandidat, Ministerpräsident Boris Rhein, eigentlich eher blass geblieben ist. Er ist ja auch erst seit kurzem im Amt, vor allem bundespolitisch wenig in Erscheinung getreten ist. Und deshalb war es für aus der SPD-Sicht vielleicht durchaus auch eine kluge Entscheidung, jetzt mit Faeser ein Schwergewicht in diese Auseinandersetzung zu schicken. Was ich immer ganz interessant finde, ich habe viele Reden von Lars Klingbeil in den letzten Wochen und Monaten mal verfolgt, dass er eigentlich jedes Mal die Politik des Kanzlers ein Stück weit entschuldigt, in Schutz nimmt. Er sagt ja immer die besondere Art des Kanzlers. Er ist froh, dass dir so ein besonderer Kanzler da im Amt ist. Das könnte man auch ein bisschen anders interpretieren. Das Zaudern des Kanzlers, was ja von anderen Parteien, auch von den Ampelkoalitionsparteien FDP und Grünen, häufig kritisiert wird und natürlich auch von der Opposition CDU, CSU. Das ist so ein bisschen seine Entschuldigung. Oder sehen Sie das anders? Würden Sie das anders einordnen? Also ich würde das nicht als Entschuldigung bezeichnen, sondern das ist ein Werben für einen aus seiner Sicht, aber durchaus aus der Sicht eines doch erheblichen Teils auch der Bevölkerung, vernünftigen Mittelwegs, der sich nicht beirren lässt, auf der einen Seite von Forderungen immer mehr und immer schneller Waffen zu liefern, der auf der anderen Seite aber auch diesen Führungsanspruch, den man ja angemahnt hat, den deutschen Führungsanspruch auch in diesen Fragen in Europa, dann faktisch einlöst. Und ich glaube, dass die SPD, obwohl sich das jetzt in den Umfragen gar nicht so sehr niederschlägt, damit schon punkten kann. Und wir haben das ja auch gesehen in Passau, dass Söder die Grünen kritisiert hat, die Außenministerin, für ihre zu forsche Politik. Also er hat indirekt eigentlich auch dieses Klingbeilsche Argument, dass wir bei Olaf Scholz ganz gut aufgehoben sind, dass er kühlen Kopf bewahrt, indirekt damit selber bestätigt und Scholz für diese Politik überhaupt nicht kritisiert. Jetzt haben Sie mir zwei Stichworte gegeben, die Grünen und Passau. Da wollen wir nämlich jetzt gleich als nächstes mal hingehen. Professor Decker, erstmal bis hier weit. Vielen Dank. Aber wir schauen uns natürlich auch noch die anderen Reden zum politischen Aschermittwoch an.